Fragen auch aufgreifen, weil sie ja ein Stück weit auch Herrn Reusch und mich persönlich betreffen, die Causa Kalbitz. Die ersten Fragen kommen rein. Ich will sie natürlich nicht ignorieren. Und daher stelle ich gleich die erste Frage vom Alexander. Welche Auswirkungen, vielleicht auch an beide, hat die Causa Kalbitz auf die Arbeit der Bundestagsfraktionen? Also, wenn ich jetzt so sehe, was in Chatgruppen und so weiter los ist, bewegt das natürlich auch unsere Fraktionskollegen massiv. Es wogt hin und her, wie es auch in der Gesamtpartei hin und her wogt. Es wird unsere Arbeit natürlich nicht leichter machen, um mich mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Wenn Unfriede in der Partei herrscht, dann können wir in der Fraktion nicht so tun, als ginge uns das alles nichts an. Dann haben wir die Lagerbildungen und Fronten natürlich da genauso und müssen uns alle furchtbar am Riemen reißen und sagen, wir werden wir uns sicherlich auch bemühen. Wir kümmern uns um die Sacharbeit und lassen die Streitigkeiten in der Partei da, wo sie hingehören, in der Partei. Aber ich rechne schon zumindest mit zeitraubenden Diskussionen auch. Ja, ich hoffe, also das ist ja nicht die erste Bewährungsprobe für unsere Fraktion. Wir hatten ja auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder Themen auch in unserer Fraktionsversammlung. Wir sitzen ja gerade auch hier in unserem Saal, Paulskirchensaal. Aber bislang ist es uns eigentlich immer gelungen, hier die Kurve zu kriegen. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass es auch diesmal gelingt. Die Fraktion wird sich nicht spalten. Und ich bin auch zuversichtlich, dass die Partei sich nicht spalten wird. Wir sind jetzt im siebten Jahr seit der Gründung. Wir haben einige Häutungen hinter uns. Und ich gehe mal davon aus, dass wir diese Krise, die es ja nun tatsächlich auch ist für die Partei, auch überstehen werden. Ja. Also ich hoffe zudem, dass, wenn es gelingt, in aller Ruhe die rechtliche Seite dieses BUFO-Beschlusses zu erläutern, dass die meisten Kollegen dann auch ein Einsehen haben und sich der praktischen Vernunft öffnen werden, ungeachtet der Frage, wie man persönlich zu Andreas Kalbitz steht und wie man sein politisches Wirken beurteilt. Die rechtliche Seite ist nämlich so, dass dieser Beschluss nach meiner Meinung unter keinem Gesichtspunkt haltbar ist. Es fängt damit an, dass die Mehrheit des Bundesvorstandes Herrn Kalbitz vorwirft, er habe Angaben, die hätte er machen müssen, nicht gemacht. Man weiß aber nicht, wo der Aufnahmeantrag verblieben ist. Kann also schlecht nachprüfen, welche Angaben er bei Eintritt in die Partei gemacht hat. Wenn er schon mal so losgeht, dann ist unklar, ob er überhaupt verpflichtet war, solche Erklärungen abzugeben. Denn er ist einen Monat vor dem Gründungsparteitag in die Partei eingetreten. Und im Gründungsparteitag wurde eine Satzung beschlossen, in der steht, dass man, so hieß es damals, Mitgliedschaft in Vereinigungen, die von einer Bundessicherheitsbehörde als rechtsextremistisch angesehen wurde, anzugeben hat. Es sei denn, dass ein Gericht diese Einschätzung der Sicherheitsbehörden rechtskräftig aufgehoben habe. Nun ist es so, dass die Mehrheit des Bundesvorstandes meint, Andreas Kalbitz habe die Republikaner-Mitgliedschaft verschwiegen. Nun muss man wissen, dass die Republikaner nie als rechtsextremistisch eingestuft wurden. Das schreiben die Zeitungen aber das ist schlicht falsch. Sie wurden von Verfassungsschutzämtern beobachtet. Das ist ein Unterschied. Beobachtung heißt, ich habe einen Verdacht. Und dann prüfen wir, ob dort Rechtsextremismus vorliegt, ja oder nein. Das ist Beobachtung. Und was auch keine Zeitung schreibt, ist, dass im Jahre 2006 das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg am Beispiel des Landesverbandes Berlin der Republikaner die Beobachtung als von Anfang an rechtswidrig bezeichnet hat. Also selbst wenn Andreas Kalbitz, er war bei den Republikanern einige Monate,
Aber selbst wenn er das vorsätzlich verschwiegen haben würde, er musste es selbst bei Geltung dieser Satzung, die einen Monat nach seinem Eintritt beschlossen wurde, gegolten hat, er hätte es nicht angeben müssen. Und was die Geschichte mit dieser merkwürdigen Organisation Heimatdeutsche Jugend angeht, da beruht die Überzeugung der Mehrheit des Bundesvorstandes auf einem Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Dasselbe Gutachten, das wir vor Gericht in mehreren Verfahren angreifen. Ich kenne das Gutachten, weil ich Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Verfassungsschutz bin. Und ich habe mich als gelernter Beamter fremdgeschämt für die politisch gesteuerten Aussagen, die darin getroffen wurden. Und wenn jetzt also ein Teil unseres Bundesvorstandes sagt, also in dem Punkt glauben wir denen aber, es gibt keinen Beweis. Andreas Kabitz bestreitet, dass er ein Mitglied war. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rückt die angeblichen Beweise nicht raus. Und vor 3 Wochen hat der Bundesvorstand Kalbitz aufgefordert, das Bundesamt für Verfassungsschutz auf Freigabe dieser Dokumente, der angeblich vorhandenen, zu verklagen. Was er macht, da ist natürlich noch keine Entscheidung da. Und jetzt, ohne dass sich die Sachlage geändert hat, kommt der Bundesvorstand mehrheitlich auf einmal zu der Auffassung, ja, jetzt ist es für uns aber klar, auf einmal glauben wir dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Das ist, also ich sage es jetzt einfach mal brutal, aus meiner Sicht ist das Dilettantismus. So kann man nicht vorgehen, so darf man nicht vorgehen. Eine Rechtsstaatspartei kann es sich nicht leisten, so mit ihren eigenen Leuten umzugehen. Punkt. Und ich hoffe, dass wir das in der Fraktion auch so erläutern werden und dass dann viele kluge Köpfe haben wir, dass dann eingesehen wird, dass das mit der Person von Kalbitz nichts zu tun hat, aber dass das Vorgehen schlichtweg nicht in Ordnung war und dass wir auf diese Weise auch einen gewissen Frieden in die Fraktion reinbekommen. Vielen Dank. Dann möchte ich nur dem Marc sagen, er hatte nämlich die Frage gestellt, wie steht die Landesgruppe Brandenburg zu Herrn Kalbitz? Ich denke, als Mitglied der Landesgruppe hat Herr Reusch ausgiebig geantwortet. Da sollte auch diese Frage beantwortet sein. Wir haben allerdings auch noch 4 weitere Personen, Abgeordnete bei uns drin. Vielleicht einfach dann mal per Mail anschreiben und dann können diejenigen, welchen Personen dann auch noch diese Frage beantworten, wenn es dann gewünscht ist.